So, jetzt kommt Carl Sagan selber und sagt auch was zu der Sache. Ich kann nur bestätigen, dass es so etwas wie emotionale Kraft gibt. Aber sind nicht starke Emotionen eine der üblichen Komponenten unserer Träume? Weiß denn Mac, Autor eines Buches über Albträume, nicht Bescheid über die emotionale Kraft von Halluzinationen? Das ist, war gerade ein sehr schönes Beispiel über, wie kaltes Lesen funktioniert und wie ich glaube, auch viele, viele YouTube-Vlogger diese Vlogger-Stimme entwickeln. Vlogger ist das falsche Wort. Mir fällt gerade das englische Wort auch nicht ein, aber ihr kennt das ja, ihr jemand... Es gibt ein gutes Video von Ryan George. Ryan George ist der Typ, der Pitch-Meetings macht. Es gibt ein gutes Video, was das so ein bisschen kritisiert. Es geht um seinen fiktiven Zimmernachbarn, der halt YouTube-Videos aufnimmt, Kommentare verfasst so, zu irgendwelchen Sachen. Und er macht halt einen Kommentar zu seinem Mitbewohner über Ryan George. So. Und es ist so ein bisschen so ein Running Gag, dass diese Kommentarleute auf eine gewisse Art und Weise alle den gleichen Sprachtonus haben. Und mir fällt das halt gerade auf, wenn man etwas kalt liest, dann, und man möchte so wenig viele wie möglich machen, liest man automatisch langsam, damit sozusagen das Gehirn verarbeiten kann, nicht nur das Wort verarbeiten kann, was man liest, sondern auch das Wort im Zusammenhang mit dem Satz, den man hoffentlich zukünftig sich herleitet. Also wenn ich jetzt diesen Satz lese, weiß denn Mac, Autor eines Buches über Albträume, nicht Bescheid über die emotionale Kraft von Halluzinationen, dann versuche ich mich nicht nur auf das Wort zu fokussieren, konzentrieren, sondern auf den ganzen Satz, um den Sinn zusammen herauszufinden, damit ich weiß, wie ich welches Wort betonen muss. Und je langsamer ich natürlich vorlese, desto mehr Zeit hat mein Gehirn, den Sinn, den möglichen Sinn herauszufiltern. Und das führt wahrscheinlich unter anderem dazu, wenn Vlogger ihre oder Kommentatoren ihre Texte wahrscheinlich, ich lehne mich jetzt hier wieder aus dem Fenster, halbgare Aussage, nicht so richtig vorbereiten, dass sie in diesen Tonus reinkommen. Es ist interessant, weil es gibt auch da Unterschiede. Also es gibt Vlogger, oder ich sag mal Vlogger, es gibt Kommentatoren, die sind auch wahrscheinlich einfach so routiniert und die bereiten sich so gut vor, dass es bei denen sehr natürlich klingt, wie die reden oder sehr angenehm, wie sie reden. Und man merkt kaum, dass sie ablesen oder dass sie in diesen Tonus reinfallen. Oft ist dieser Tonus auch eine Sache aus, okay, ich glaube, so muss es klingen, weil damit es gut klingt und dann kommt man da rein. Und dann gibt es aber auch Kommentatoren, die sehr lustig betonen. Also lustig für mich, weil die sozusagen jedes zweite Wort oder jedes dritte Wort hervorheben. Also dann ist halt der Satz, weiß denn Mac, Autor eines Buches über Albträume, nicht Bescheid über die emotionale Kraft von Halluzinationen? Ich merke das halt viel im Englischen, weil, also ich weiß nicht, ob das im Deutschen auch so ist. Ich merke es im Englischen, weil ich halt also eigentlich nur englische oder zu 99% englische Videos auf YouTube schaue. Und dann gibt es halt die Kommentatoren, die halt reden, weiß denn Mac, Autor eines Buches über Albträume, nicht Bescheid über die emotionale Kraft von Halluzinationen? Einige von Macs Patienten geben an, dass sie mit ihren Kindheit Halluzinationen gehabt haben. Das ist so, wie ich es ganz gerne nenne, so ein der Wellentonus. Bei mir ist es, glaube ich, tatsächlich so, wahrscheinlich denke ich auch zu viel nach, aber ich glaube, aus dieser, so eine Mischung aus Cold Reading und so muss es klingen, ergibt sich halt wahrscheinlich dieser Kommentartonus. Bla 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 bla. Vielleicht habe ich auch wieder eine Scheiße. Wo war ich? Wie steht es mit Menschen, die unwiderstehliche Befehle von einer inneren Stimme vernehmen? Sind denn alle tief empfundenen Geschichten wahr? Vielleicht auch nochmal für die Leute, die neu dazugekommen sind. Wie ich versuche vorzulesen in diesem Fall ist klar, es soll gut klingen, deswegen versuche ich eigentlich mit meiner Stimme ein bisschen runterzugehen und nicht so hoch zu sprechen, was mir nicht ganz klappt. Aber meine Herangehensweise ist eher so zu gucken, okay, wie würde ich, wenn ich all das im Kopf hätte, was hier in diesem Buch steht, erzählen, wenn ich mich mit jemandem unterhalte. Also wie, wenn ich mit euch spreche. Also ich versuche Wert darauf zu legen, dass ich, wenn ich etwas erkläre, dass es halt so klingt, wie als ich mich mit euch unterhalte. Das ist natürlich schwierig, A, in einem Cold Reading, B, in einer Materie, in einem Themengebiet, wo ich eben auch selber nicht so tief drin bin, jetzt in diesem speziellen Fall. Aber ja, kann natürlich auch dazu führen, dass viele Sachen komisch betont werden, dass mir das jetzt auch gerade nicht auffällt, aber das ist so meine Herangehensweise. Das ist natürlich auch viel mit Denken
verbunden und Denken ist halt grundsätzlich über längeren Zeitraum hinaus einfach auch anstrengend. So. Wenn man den ganzen Tag denkt und keine Subroutinen hat, wo Sachen ins Unterbewusste reingedrückt werden und man auch noch drüber nachdenken muss, wie man etwas ausspricht, wenn man mit anderen Leuten spricht, anstatt denen was vorzulesen, dann ist das anstrengend. Und ich versuche halt, wenn ich jemanden zitiere, dann rede ich nicht mehr so, wie wenn ich mit jemandem reden würde. Das ist dann einfach für mich, wo ich sage, okay, ich bin jetzt in einem Hörbuch, machen wir es mal ein bisschen interessanter, ich mache da jetzt mal einfach eine Stimme. Und bei Frauen rede ich halt einfach ein bisschen höher und es wird nicht klingen wie eine Frau, aber einfach um das von, auch von meinem eigentlichen Tonus, von meinem eigentlichen Sprachrhythmus abzuheben, damit man sieht, okay, hat das jetzt der Sagan geschrieben oder hat das jemand anderes gesagt, so. Ich weiß noch nicht so ganz, wie krass ich das bei einigen mache. Ich hätte schon Bock auf so, bei einigen irgendwie so nordischen, so, ja, und dann haben sie halt gesagt, wenn die Außerirdischen doch nur alle Leute behalten würden, die sie entführen, dann hätten wir keine Probleme mehr mit Geisteskranken. Da hätte ich Bock drauf, aber ich glaube, das würde, glaube ich, den Zuhörer noch viel krasser rausholen und wäre auch, glaube ich, nicht ganz angebracht. Obwohl man mutig sein soll, Maverick. Ja, Olivia, ich versuche es, aber es klappt nicht immer. Ich glaube, den kann ich anders benennen. Der kanadische Psychologe. Ich hätte mal das ganze Buch als in Norddeutsch aufnehmen sollen. Boah, ich glaube, da wäre ich durchgedreht. Wisst ihr was? Erinnert mich mal dran. Wenn ich mit diesem Buch fertig bin und ich irgendwann was Neues einspreche, erinnert mich dran, dass es ein ernstes Buch wird, was ich komplett in meinem norddeutschen Dialekt einspreche. Oh Gott, ich bin so geliefert. Hätten keine offenkundig pathologische Befunden. Ihr seht, es läuft. Der kanadische Psychologe Nicolas Spanos. Jetzt klinge ich genervt. Und ihr werdet auch genervt, wenn ihr den gleichen Satz 50 Mal immer und immer und immer wieder lesen müsstet. Der kanadische, wer kennt ihn nicht? Den Kalada. Der kanadische Psychologe Nicolas Spanos und seine Kollegen sind zu der Schlussfolgerung gelangt, bei den Menschen, die von UFO-Enthüllungen. So ein kristallklarer Ansatz. Bei den Menschen, die von UFO-Enthüllungen berichteten, hätten keine offenkundig pathologischen Befunde vorgelegen. Allerdings. Jawoll! Fick die Henne, ey. Alter. Ich lass das jetzt so. Und die ungewöhnliche Sinneserfahrungen und Fantasieerlebnisse im Zusammenhang. Wieso kann ich das nicht? Werdet nicht Schauspieler. Oder Hörbuchsprecher. Also doch, werdet es, wenn ihr es könnt, aber. Mach nicht die gleichen Fehler. Auch weil dann die Wahrscheinlichkeit ist, geringer ist, dass ich potenziellen Konkurrenten über den Weg laufe. Unter den UFO-Anhängern haben diejenigen mit einer stärker ausgeprägten Neigung zur Fantasietätigkeit am ehesten derartige Erlebnisse erzeugt. Darüber hinaus wurden derartige Erlebnisse eher als reale, denn als eingebildete Ereignisse erzeugt und interpretiert, wenn sie mit einem eingeschränkten sensorischen Umfeld verbunden waren. Zum Beispiel Erlebnisse, die sich nachts und in Verbindung mit Schlaf abspielten. Was sagt Sagan dazu? Was ein kritischer Mensch vielleicht als Halluzination oder Traum erkennt, interpretiert ein leichtgläubiger Mensch als Blick in eine flüchtige, aber externe Realität. So, das war das Wort zum Mittag. Ich werde jetzt was essen. Es gibt bei mir Reis mit Soße, Algen und Karottenlachs. Also Lachs, der auf Karotte, der auf Lachs gemacht wurde. Okay, ich sag euch das einmal. Wahrscheinlich findet ihr das eklig, aber ja, schauen wir mal. Hat gleich mein Mikro erlebt. So, hab hier so eine süße kleine Bento-Box. So, aber mir gibt's keinen Mongback oder wie das heißt. Also ihr werdet mir nicht beim Essen zusehen und ich werde das nicht ins Mikro machen, damit ihr irgendwelche Geräusche davon hört. Aber ja,
Genau, sehr unspektakulär. Da ist das bisschen Karotte, da ist die Alge und hier ist die Soße. Die ist übrigens selbstgemachte Süßsauersoße. Beste. Gut, haut rein, wir sehen uns später.